Hallo, jetzt muss ich etwas ausholen. Vor 3 Wochen war ich beim Wandern im Ammertal und des Weges ist eine umgestürzte Buche gelegen. An der Buche waren viele Baumpilze. Baumpilze wachsen hauptsächlich an Buchenstämmen. Und ich habe mal einen mitgenommen, der war abgefallen, weil die Rinde abgebrochen ist. Der war relativ schwer und feucht noch. Ich habe den dann an den Rucksack montiert und die ganze Wanderung mitgeschleppt, weil ich eine Geschichte in Erinnerung bekommen habe, die ich euch heute erzählen will. Und zwar, was man mit diesem Baumschwamm in der Vergangenheit gemacht hat. Das Thema streift jetzt sowohl Survival als auch Geschichte, unnützes Wissen, Medizin. Ich will euch den jetzt mal zeigen. Es handelt sich um so einen Baumpilz. Hat jeder schon mal gesehen, wenn er durch den Wald gegangen ist? Die kann man fast nicht wegbrechen, wenn sie angewachsen sind. Der ist halt abgefallen, weil die Rinde abgegangen ist an dem morschen Baum. Hier sieht man auch die Struktur dieses Pilzes, diese röhrenartigen Aufbau, diese Kapillaren. Das ist extrem hart und zähes Material. Der hier war noch feucht, den habe ich jetzt seit 3 Wochen unterm Vordach gehabt beim Trocknen. Und jetzt will ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Dieser Pilz wird auch als Zunderpilz bezeichnet. In der grauen Vorzeit haben die anscheinend schon rausbekommen, dass dieses Material unwahrscheinlich die Glut hält, also lange glimmt, ohne große Sauerstoffzufuhr. Deswegen auch der Name Zunderpilz. Man hat dann, wenn man vielleicht sich das so vorstellt, so einen Pilz oder einen Teil des Pilzes entzündet. Und wenn man auf die Jagd gegangen ist und hat die in einer Ledertasche mit Moos dabei gehabt, dass man unterwegs auch auf das Feuer zugreifen konnte. Das Feuerschlagen war vielleicht noch nicht, also da muss man sehr weit zurückgehen in die Geschichte, so wie ich das jetzt erzähle. Das Feuerschlagen war vielleicht noch nicht so bekannt. Da hat man natürlich immer probiert, dass man das Herdfeuer, das Lagerfeuer am Laufen hält. Und wenn man auf Jagd gegangen ist oder sein Lager verlegt hat, dann musste man die Glut mitnehmen. Holzkohle glüht auch lange, aber dieser Baumschwamm glüht eben länger wahrscheinlich und mit weniger Sauerstoff. Später nachher wurde der auch zu Kriegszwecken genutzt. Dieser Zunder brennt wie Zunder, kennt auch jeder den Spruch. Da gab es diese Lunten-Schlossbüchsen, aber es gab auch Büchsen, die anstatt einer Lunte einen Schwamm als Zünder hatten für das Schießpulver. Es ist also der Beginn der Feuerwaffen. Man hat dann ein Stück von diesem Schwamm in dieses Schloss montiert, hat es mit einem Mechanismus nach vorne bewegt in die Schwarzpulverpfanne und da hat sich das Schwarzpulver entzündet. Man konnte so während des Gefechts vielleicht so ein Schloss 30 Minuten oder was, je nach Größe des Schwamms, unter Glut halten. Danach muss man ihn wahrscheinlich wieder wechseln. Und noch eine Story. Russische Wissenschaftler waren auf der Suche nach Mitteln, um Radioaktivität aus dem Körper zu eliminieren. Und da sind sie fündig geworden. Sie konnten aus Baumschwämmen konnten sie ein Mittel extrahieren, das die Radioaktivität im Körper abbaut. Und es soll noch viele andere Wirkungen haben. Das müsste man mal explizit nachlesen. Also ein wahres Wunderteil, diese Baumschwämme oder Zunderpilze. Ich werde euch nachher noch im Versuch zeigen, wie das mit dem, oder wir werden es probieren, ob das funktioniert mit diesem Zunderpilz. Das wollte ich euch erzählen. Ist vielleicht für manchen interessant, unnützes Wissen für den anderen. Bis nachher. Ich probiere jetzt von dem Baumpilz ein paar Scheiben abzuschneiden, um die richtig zu verkohlen, um richtigen Zunder herzustellen. Der Baumpilz ist noch relativ feucht, aber wir schauen mal, ob der in der Dose nachher trocknet. Die Späne tue ich in so eine Blechdose rein und lege sie dann auf die Holzkohle, um die ohne Sauerstoff zu verkohlen. Sehr zähes Material.
kurz hier ein paar so Chips abgeschnitten. Hier sieht man auch die kapillare Struktur. Das ist ganz ein seltsames Material. Und die kommen jetzt in die Blechdose rein. Da werden sie unter Ausschluss von Sauerstoff, werden jetzt entgast oder verkokt sozusagen, um nachher den Zunder zu kriegen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Die Dose mit dem Zunderpilz kommt jetzt hier auf die Glut und da werde ich diesen jetzt praktisch trocknen und verkoken, um richtigen Zunder zu kriegen, der nachher auch schnell zündet und trocken ist. Das lasse ich jetzt runterglühen und dann schauen wir in die Dose rein, was passiert ist. So, jetzt schauen wir mal, ob das was geworden ist mit dem Zunder, der verkohlt ist. Jetzt machen wir die Zunderdose mal auf. Oh ja, schön verkohlt. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe allerdings jetzt keinen Feuerstahl und keinen Feuerstein. Bloß sowas ähnliches. Werde ich mir aber demnächst mal besorgen. Jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Zunder entfachen können. Funktioniert also. Schauen wir mal, ob wir da ein Feuer zusammenbringen. Ich habe da schon ein paar Fasern hergerichtet und Holz. Anscheinend schlechtes Brandmaterial erwischt. Also, der brennt jetzt hier schon 20 Minuten, das kleine Stück. Ihr seht, wie dieser Baumpilz die Glut hält. Also in vergangenen Zeiten in der Zunderbox, dass man über längere Zeit eine Glut bewahrt hat, um wieder Feuer zu machen oder um irgendwelche Lunten zu entzünden. Funktioniert einwandfrei. Vergangenes Wissen ist es.